We are back. So, es sieht alles sehr wirr aus und ich glaube, das, was wir eben gebaut haben, nämlich die Auffahrten für unser neues Wohngebiet, die ich hier jetzt mal umdödel, ich glaube, das war ziemlich crappy, aber egal, wir checken das mal aus. Wir drücken jetzt erstmal Play, würde ich sagen, oder? Genau, wir drücken jetzt Play. Wir haben auch so schon ein bisschen Infrastruktur gebaut, also so. Ich soll das Mikrofon vom Bart weg. Ich weiß nicht, ob das mein Bart ist. Dein Bart ist halt überall, ne? Ach so, okay. Ja, mein Bart ist halt ziemlich männlich. Ein bisschen länger geworden. So, und gleich müssen wir mit dem Strom nämlich auch weggehen, wenn das Wasser alles easy ist. Der Nils trollt uns doch hier. Ey, was ist die ganze Zeit? Der Nils trollt uns hier aus der Regie. Was ist die ganze Zeit schon? Das ist ein Lümmel. Ein Lümmel ist das, echt. So, es passiert nichts, Junge. Ja, warte mal, hier die blauen Flächen, die werden noch größer. Das dauert vielleicht ein Minütchen. So. Ja, sonst verbindet es halt nochmal, ist auch egal. Kann ich doch jetzt hier einmal von da... Ja, mal da drüber hier, zack. Dahinter. Ihre Bürger benötigen Nahrung. So. Jetzt zack. Kick it. So, jetzt gucken wir doch mal, wie das hier funktioniert. Oh, ich will in die Stadt rein. Das heißt, ich fahr da lang. Es fahren schon Leute aus dem Tunnel in unser neues Wohngebiet. Sogar ganz schön viele. Da fahren jetzt die ersten Möbelwagen umher. Jetzt hier links fehlt noch. Genau, übrigens, wir haben unser. Das Adversatorium, was? Nennen wir das mal. Weißt du, wegen Ede. Verstehe ich. War ganz nett. Adversatorium, so. So, jetzt kriegen wir wieder hier neue Leute dazu, die jetzt hier schön unsere. So, Lärmschutzwände, sagst du, ja? Ja, vielleicht können wir mal upgraden. Upgrade. Das mache ich da. Ja, warte, du musst erst die richtigen auswählen. Die da, genau. Die da. Weißt du noch, als wir auf dem Fanta 4 Konzert waren? Ja. Und die da gespielt haben? Ja, das erste Mal seit 20 Jahren oder so? Irgendwie so. Also ich will jetzt nicht angeben, aber... Das war schon ganz geil. Und die haben extra gesagt, hier, das ist für Hannes und Steffen. Ja, genau. Weil die so geile Kreuzungen bauen können und so geile Autobahnen. Ganz genau. So. Ja. So, wie sieht's aus? Das was wächst und gedeiht jetzt hier schön. Was sagt denn so die City? So, das Adversatorium. Ich will jetzt mal sehen hier, warte, da musste man auf das klicken und auf das. Furker. Da ist ja, natürlich das ist natürlich klar. Aber das es läuft doch noch. Also die halten zwar ab und zu ein bisschen, aber es geht noch, finde ich. Hier, ja, aber wenn das erstmal voller wird, ist das hier nämlich genau das, was wir jetzt falsch. Die wollen jetzt halt alle rein. Warum wollen die alle rein? Warum will der keiner raus? Dann müssen wir hier nochmal. Müssen wir hier nochmal zack hier einmal eine Abzweigung machen. Ist so. Genau, Öffis fehlen uns noch. Wo ist so unser Krempel? Stimmt. Das machen wir gleich nochmal. Machen wir so eine alternative Straße, ne? Das genau, super. Das ist jetzt einseitig, großartig. Kommen die jetzt da rein. Das wird das hier hoffentlich ein bisschen entlasten. Wenn man in den hinteren Teil der Stadt will. Gleichzeitig muss man aus der hinteren Teil der Stadt auch raus. Das heißt, wir müssen jetzt die Seite hier. Ja, aber so viele fahren da nicht lang irgendwie. Ja, aber später. Ja, okay. Genau, Parks. Parks! Witzig. So, warte kurz. Ja, okay, jetzt ist der Stau da endgültig perfekt. An der Ecke. Oh, scheiße. Ich baue das hier schnell. Schnell fertig. Es sieht jetzt super crappy aus. Das geht auch. Muss umgedreht werden. Dafür ist unsere Autobahn genutzt. Der ja, muss richtig. Umgedreht muss werden. Gibt es dafür einen Shortcut? Ja, wieder hier. Genau, upgraden. Ich mach das so. Yep. Checker. So. Ja, aber die ziehen es ja alle ein, die Leute, und später wird sich das alles wieder ein bisschen entlasten. So, wieso fahrt ihr nicht? Wir müssten auch da eine Zufahrt zu machen, dass sie hier gleich rauffahren. Ja, das war natürlich nicht so schlau gehandhaft. Alter, wie schrecklich das hier alles aussieht. So, aber... Endlich wird bei uns recycelt. Ich kann es kaum... Achso, du hast gesagt Öffis. Genau, Öffis und Müll brauchen wir auch noch. Oh. Der Müll, Mülltonnen und sowas.
Oh, da muss man. Ja, wobei, es geht noch. Das alles hier, da oben links siehst du den Status, ist alles im grünen Bereich. Also, alles easy. Parks. Genau, hier so ein paar. Hier so ein Schwimmbecken vielleicht. Das ist ganz rechts. Japanischer Garten, okay. Nee, wir bauen hier mal einen schönen. Boah. Nicht so einen großen. Bam. Und bam. Und was kann man denn nochmal? Ich wollte das ja auch alles gerne noch schön gestalten. Ne? Ich wollte ja dann hier hingehen so. Und das machst du vielleicht dann heute Nacht irgendwann, oder? Ja, zum Beispiel. Also wenn ihr Hannes heute Nacht zusehen wollt beim Bäumen platzieren, heute Nacht von 2 bis morgens um 6. So, was machen wir jetzt hier? Wieso fahrt ihr nicht da raus? Wieso habt ihr denn keinen Bock, gleich hier hinten in der Stadt zu sein, weil ihr hier wohnt? Dann müssen wir das hier noch verbinden. Das teste ich jetzt aus. Tut mir leid, Leute, ich bin Straßenbeauftragter. Wir müssen das jetzt halt einmal richtig machen. Aber jetzt kommen doch schon wieder welche rein, siehst du? Die fahren doch jetzt. Aber irgendwie die meisten wollen halt nach wie vorne in das Wohngebiet. Genau, Parks, damit die Leute was zum Schauen haben, wenn sie im Stau stehen. Ist doch ganz easy. Schreibt jemand, oder was? Ja, ich finde das nicht gut. Ja, und das Ganze hat uns jetzt 800.000 gekostet, was wir hier gemacht haben. Also, ist ja quasi Peanuts. Okay, aber auf jeden Fall. Oh, hier solche oder so. Was? Mal Pause, mal Pause. Ah. Pause, was ist denn da los? Jetzt geht hier wieder alles den Bach runter. Oh, wir haben hier schon Krematorium keine und so. Ja. Und so. Wir brauchen mehr Krematorien. So, wo finde ich das? Die sind bei den Krankenhäusern. Das ist das? Ja, genau. Da ist ein Krematorium. Ja. So, aber die Kapazität ist auch ausreichend. Ja, wir stellen hier mal eins. Ich glaube, du musst aber einfach da unten hin, wo gerade die ganzen. Genau, da einfach nochmal eins hinbauen, so in die Gegend. Damit die Leute da ein bisschen einen schnelleren Weg haben. Du kannst du da oben direkt an die Autobahnabfahrt, oder? Hier so? Ja, aber dann geht das dann in eine Richtung. Ja, du hast recht, ja. Dann oder hier so? Oder da? Ah, da. Ach, das war schon im Weg. Also genau. So, okay. Problem erkannt. Problem und gelöst. Genau. Oder? So. Ja, vielleicht können wir mal auf einfach oder auf zweifach lassen, die Leute. Die Leute finden das zu schnell. Es geht denn alles zu rasant hier, die Entwicklung. Was ist denn hier los? Warum stirbt ihr denn? Warum sterben die denn alle? Muss ich näher ranzoomen, glaube, oder was? Ja, warum transportiert den keiner? Wie gucke ich mir das denn an? Das ist. Da unten fehlt auch noch ein Krematorium, siehst du? Mach mal Stopp. Oh, hier, das ist auch alles. Ja, das ist aber Feuersicherheit. Bam, bam. So, hier siehst du, hier unten ist noch nichts grün. Überall, wo grüne Straßen sind, ist quasi versorgt. Und da, wo keine grünen Straßen sind, ist noch nichts versorgt. Also deswegen müssen wir jetzt überall nochmal hier Krematorien noch so ein paar platzieren. Denn die Leute wollen ihre Alten schließlich gerne verbrennen. That's das wollen wir dir natürlich nicht vorenthalten. Da oben rechts fehlt noch was. Oben rechts? Da, genau. Jo. Beim und Stadion. Übrigens, ja genau, das Stadion. Aber ich dachte mir, den Platz lasse ich Ede, damit der erste FC Laser natürlich. So, Escape. Ja. Jetzt mal Play und dann können wir mal gucken, ob das jetzt besser wird. Ich hoffe es mal. So, was sagt denn unser schönes Gebiet hier? Da machen wir jetzt mal hier. Wie gucke ich denn an, wo was gebaut wird und wo nicht? So. Hier haben wir richtig Mist gebaut, ich jedenfalls. Es fehlen vielleicht auch Friedhöfe. Ja? Gerade als kleiner Tipp. Aber ist es nicht so, wenn die Leute verbrannt werden, braucht man keine Friedhöfe? Ja. Ich dachte, das ist quasi. Ich auch. Oh, ich wollte auch hier gerade die Abfahrt bauen, sorry. Ja, siehst du. Sorry, ich hab dich abgelenkt. Nee, du hast geguckt, dass die Leute hier nicht abnibbeln. Da müssen wir uns gleich nochmal genauer unsere Autobahn angucken, ob das jetzt alles gelöst hat, was wir uns erträumt haben. Ja, hier. Bam. Ja, die ersten fahren schon. Fahrt doch da. Ich weiß nicht, wieso die alle hier rauffahren. Warum halten die denn? Ach so, weil die Leute noch rausfahren aus der Stadt. Ja. Jetzt halten sie da auch wieder. Da sind vielleicht ein paar zu viele Kreuzungen auf einmal, weißt du? Ja, hier vorne, ne? Ja.
Das hier müsste man vielleicht abkapseln. Ja, kannst du das nicht einfach abtrennen? Dann müssen die Leute halt geradeaus weiterfahren, dann ist aber erstmal die Kreuzung hier unten entlastet. Das liegt natürlich auch an dem riesigen Tunnel, aus dem 1000 Leute kommen. Ja. Ich glaube, oh, guck dir das an. Hier, jetzt haben wir hier ordentlich Mist gebaut. Guck dir das an. Ja, jetzt haben wir hier zwar einen riesen Highway, aber haben es irgendwie verdödelt. Jetzt ist da hinten wieder, fehlen wieder Krematorien oder was? Oh, hier, ja. Also da wollte ich das schön schlau bauen, aber das hier war nicht gut gelöst von mir. Weil wir haben anstatt den Weg hier hinten irgendwo, der hier müsste sich nochmal splitten. Macht ja, wieso macht fahren die nicht da rein? Weil die da nicht hin wollen. Aus irgendeinem Grund. Ach, weil die auch da hinten rein. Ja. Weißt du was, wir checken mal. Achso, du sagst immer noch Krematorien fehlen. Ja, hier unten war noch irgendwas. Escape. Wie hieß du, da links sind doch überall diese Symbole. Was sagt denn diesen Chat so eigentlich? Was sagt denn der Chat so genau? Warte, ich guck mal. Kreisverkehr. Kreisverkehr statt Kreuzung. Das wäre vielleicht eine Idee. Kreisverkehr, vielleicht können wir das da unten. Großer Kreisverkehr. Hier, die Leute sterben. Aber nee, ja, Krematorium aber ist doch... Ist doch alles da. Ah ne, da oben ist eine Straße noch nicht verbunden. Siehst du da ganz oben links? Oder? Nee, das ist alles grün. Eigentlich müssen die Leute abgeholt werden. Aber wie, ey, guck mal. 150 Leute kommen dazu. Also. Ja, ja, was nehmt machen die Kurve wir jetzt hier? Weg. Stadt abreißen. Wir sollen noch mehr Straßen bauen. Ich denke auch, eigentlich mehr Straßen lösen eigentlich alle, jede Probleme, oder? Ja. Nee, was machen wir jetzt hier? So rausfahren. Nimm noch mal diese Abfahrt weg, die jetzt quasi da noch den Stau zusätzlich verursacht. Und geh doch mal darüber. Die hier? Ne, die links davon. Die? Nee, ja, und die da drunter quasi. Die? Die, genau die. Die lassen wir hier hinten irgendwo. Ja, genau, landen. Irgendwo anders landen. Das heißt B für bitte nicht mehr nerven. Ja, für Kreisverkehre ist es jetzt etwas zu spät, fürchte ich. Da müssten wir jetzt noch so viel abreißen. Hannes ist nicht auch kreisverkehraffin. Genau. Alle Gebäude abreißen und nur noch Straßen bauen. Ja, kann man drüber nachdenken. So. So, jetzt ist die Kreuzung da zumindest wieder teilweise entlastet. Aber das hier ist halt echt nicht cool, jo. Ja. Dann nimm doch jetzt die Abfahrten weg, die quasi hier sind, diese Kurven. Weißt diese du? Hier. Genau. Dann ist die Kreuzung da weg und die Leute entspannen sich mal ein bisschen. Ja, passt auch so. Und dann das links davon auch noch. Da müssen die Leute halt über die Main Avenue fahren, das ist ja da. Sicher? Ja, klar, das geht schon. Das passt schon, Hannes. Das wird schon. Ich bin jetzt der Meinung, hier könnte man dann vielleicht noch... Ja, ja, das geht natürlich auch. Das ist vielleicht gar nicht so unschlau. Ich will eine Kurve. Yes. Nee, das ist wahrscheinlich ziemlich dumm. Ja, wieso? Dann können sie doch da schon abfahren, wenn sie wollen. Alle Leute, die nach rechts fahren, fahren geradeaus weiter und alle Leute, die hier links in das Gebiet wollen, fahren da halt ab. Das müsste eigentlich funktionieren. Jetzt fehlt nur noch der Strom. Mal stopp. Du hast den Strom irgendwo gekappt. Ja, hier unten fehlt er. Da, genau. Kabam. Und? So, trennt sich das denn hier jetzt auch mal schlauer? Ja, so langsam. Es fließt schon besser, siehst du? Ja, sehr gut. Jetzt stehen sie zwar da oben ein bisschen, aber das ist ja nicht so wild. Sehr gut. Das geht doch. Ich finde, das sieht hier auch ganz funky aus. Ja, ich finde das auch super. Guck mal, im Gegensatz zu dem... Jetzt haben wir hier schön okay, das ist ein schönes Gebiet, das hat Ede gut gemacht, aber... Ich meine... Das sieht schon ziemlich geil aus. Naja, ein bisschen eckig und kantig, aber das ist nur dem schnell, schnell, schnell. Genau, Krematorien haben wir jetzt auch genug. Genau, was will unsere City denn? Wo sehe ich das? Wo ist mein allwissendes sowas wie, hey? Das ist eigentlich oben links alles, muss halt immer einzeln durchgehen. Guck mal, der fährt jetzt da lang. Das ist doch jetzt wunderbar, großartig. Guck mal, jetzt fahren die Leute durch den Tunnel, fahren hier jetzt rein. Jetzt haben wir hier unten ein dickes... Ja, weißt du warum? Ja. Die fahren jetzt hier aus dem Tunnel, von da ganz unten. Ja. Fahren die durch den Tunnel, hier hin. Ja. Drehen da und dann hier reinzufahren, die Schweine. Oh Mann. Aber es funktioniert. Und hier haben wir auch irgendwo. Naja, aber können wir nochmal. Wir gucken uns das nochmal an. Ey, ich glaube.
Genau. Also hier hat sich um einiges... Wir brauchen jetzt noch Öffis da oben. Öffis. Du meinst mal schön einen Bus. Und jetzt ist natürlich dieses Gewerbegebiet da. Das quillt natürlich über hier. Das müssten wir. Können wir die nicht upgraden, die Straßen zu. Ne, wir machen jetzt auch mal zweispurig. Escape. Ach so, ja, upgraden die Straßen. Ja, genau, auf so zweispurigen. Und zack. Müsste es doch theoretisch gehen. Zack. Die habe ich genommen und wir wollen jetzt. Die mit der Allee ruhig, oder? Aber dann ist das. Die sind ja einspurig. Ja, aber wir wollen noch zweispurig. Ja, die sind ja eine Richtung nur. Wenn ich jetzt das mache. Das ist beide Richtungen, da ist kein Pfeil drauf. Aber ich weiß nicht, ob du die einfach upgraden kannst. Das sind sechsspurige. Das wird dann wieder so groß, weißt du? Naja, nur noch vierspurig. Momentan sind ja nur zweispurig. Ja, aber die sind ja nur in eine Richtung hier zum Beispiel. Ja, aber ich meinte jetzt hier in dem Gewerbegebiet eigentlich. Ah, aber guck mal. Ach nee, scheiße, ja, haha. Dann reißen die ja alles ab. Nee, ist auch doof. So, die kommen alle da runter und wollen hier hin. Alle wollen hier rüber in die Stadt. Können die Leute nicht alle Homeoffice machen, finde ich auch. Können die Leute nicht in den Tunnel fahren und hier rauskommen? Ich glaube, wir müssen das hier nochmal trennen. Wir brauchen einfach mehr Straßen. Es geht einfach nicht anders. So, jetzt wird das schon mal entlassen. Was denn? Es sieht etwas chaotisch aus, aber es funktioniert. Das ist halt nur einseitig jetzt raus. Ja. Oh, Alter, hier. Weißt du warum auch? Hier gibt es keine Querverstrebung, nicht eine. Die müssen wir. Wir müssen alle da durch über diese eine Straße. Müssen wir halt jetzt so ein paar Querverbindungen hier machen. Müssen halt so ein paar Office-Buildings hier dran glauben, ist auch egal. Tut mir leid, Ede. Warum ziehen jetzt eigentlich wieder Leute weg? Das verstehe ich nicht. So, jetzt alle wollen dahin, um in dieses Gebiet zu kommen. Es gibt halt keinen Ausweicher. Doch. Ja, doch, hier drüber, dann da runter, da wieder hoch, da. Ja. Ist doch ganz easy. Ist doch total entspannt. Aber wobei, läuft gerade, oder? Hier ist halt immer noch, aber hier haben wir jetzt ein bisschen flüssiger. Ja, wir verlieren. Jetzt kriegen wir wieder Leute dazu. Alles cool. Wir haben halt hier überall so viel Leerstand. Wodurch kommt das? Na, weil keiner anscheinend... Genau. Also das müssen wir nochmal checken, warum da jetzt überall... Ah, es fehlen irgendwie Worker, glaube ich. Was haben wir falsch gemacht? Geh mal rein, zoom mal weiter rein, nach oben weiter. Da sind so kleine Männchen als Symbol, siehst du? Oh, hier ist noch die Dings, die müssten wir ja noch verschieben. Kann ich die verschieben? Ja, da, genau. Ah, Moment, die ist doch angepasst. Die kannst du auch da lassen, oder? Ja, aber jetzt... Ach, wir können Fußgängerweg machen. Ja, eben. Das heißt, Weg... Wo kriegt man den? Der ganz rechts ist es, glaube ich, oder? Nee... Ist das bei Park? Wo kriege ich den Fußgängerweg? Ja, bei das Straße. Wartet doch, oder? Ist das nee, hier. Nee. Nee. Das müsste der eigentlich sein. Dieser komische... Es gibt aber auch einen richtigen? So ein Ast, nicht nur... Leerstehende Gebäude abreißen, dann werden neue gebaut. Ja, okay, ja, das ist sagen die immer. Da. Nee, das ist die Autobahnabfahrt. Es gibt doch Fußwege. Ich habe die doch wohl gesehen. Ja, vielleicht sind die aber auch gemoddet gewesen bei dem Let's Play. Nee, das ist eine zweispurige Kiesstraße. Leute, gibt es Fußgängerwege ohne Mods? Wenn ja, dann Parks das Zweite. Bei den Parks, Parks? Das Zweite. Ach, da, genau. Da, aha, dankeschön. Den will ich haben. Vielen Dank. Jetzt ist da so eine, ey, das so eine ist Rampe. Ja, ist doch gut. Das liegt ein bisschen erhöht, deswegen ist da so eine Rampe hin. Ey, gesichtsloses Etwas. Er macht die Kurve schon wieder nicht. Zack. Müssen die Leute jetzt schön zur Autobahn laufen, um in die U-Bahn einsteigen zu können?
Kannst du nicht hier unten gleich ins Gewerbegebiet das Ding mal reinführen? Hier meinst du? Ja, genau. Ja, mach mal. Das ist so eine prädestinierte Lücke. Tada! Genau, wir können einfach gleich nochmal ein bisschen Eigenwerbung machen, denn gleich hier nach kommen erstmal die News und dann um 20.15 Uhr wird es spannend. Denn dann machen wir ein Almost Daily Live zum Thema Ängste und Depressionen mit einem TV-Psychologen. Der ist bei uns zu Gast und beantwortet eure Fragen. Es gibt dazu auf jeden Fall einen Reddit-Thread, also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr die dort hereinstellen. Und es gibt dann auch ein Hashtag, ich weiß leider gerade nicht, welches Hashtag das ist, aber es wird dann bestimmt auch nochmal kommuniziert. Also wenn ihr Bock drauf habt, es wird auf jeden Fall interessant, bleibt dran. Trifft er? Zack. Wunderschön. Kommt nicht nach Hannover, denn hier stirbt man schnell. Haben wir unserem neuen Gebiet hier schon einen Namen gegeben? Nee. Das stimmt, machen, Leute, ja? Kommt. Das Ding braucht. Ein Namensvorschlag für unsere Dubai-Eske. Unten bei, rechts neben den Straßen, das zweite rechts neben den Straßen. Naja, da unten. Ich wollte erstmal Escape drücken. Das da, genau. Da kannst du das Gebiet definieren. Du kannst sagen, ey, das ist jetzt Punkt und Punkt. Habt ihr einen Vorschlag, Leute? Wie soll unser neuestes Gebiet heißen? Und wie löscht er mit rechter Maustaste? Ich glaube ja. Ja. Yes. Hannes Palme, Stau City. Ey, es läuft flüssig, guck. Es läuft jetzt Bohnensalat, Hanwil, Ugly City, Bremen, Buxtehude. Oh, Buxtehude gibt's ja angeblich. Ach so. Ja, stimmt. Nee, ist es nicht. Nee, Bochum. Aber Buxtehude. Was nicht Bielefeld? Oder so. Fallingbostel. Ja, doch nichts, was es gibt, Leute. Autobahn City. Also gut, Hannover gibt's. Fahrttown? Hä? Fassbinderviertel? was tust du denn da? Ja, genau so. Glatzenviertel, Hannes Palme. So, wie benenne ich? Netanya City. Wie benenne ich das jetzt? Ja, ich glaube, du musst dieses Ding wieder wegmachen, also Escape. Und dann kannst du, glaube ich, Doppelklick oder so. Ne, doch, da oben, genau. Also, Leute. Pinneberg, Hansstadt, Baumstark, King City, Silikonhügel, Geilenkirchen. Finde ich schon nicht schlecht. Geilenkirchen ist nicht schlecht. Bonanza. Freiheit. Wieso Freiheit? Na, wegen Laser City. Ach, weil Freiheit so, ist auch wichtig. Komm, Kochstedt, Grove Street, Vertania City. Ich brauche noch den, wo ich sage, yes. Ja, Forsen, Deppenhausen, Bam, Beverly Pils. Beverly Pils finde ich geil. Beverly Pils it is. Dankeschön. Dankeschön, ist leider zu schnell weg gewesen. Ich konnte jetzt leider nicht mehr sehen, wer das war. Aber danke, Beverly Pils finde ich super. Was ist das? Fokus. So, muss ich Enter drücken? Ja, oder? Ich glaub, ja, genau. So, ja, wunderschön. Wir haben doch heute richtig was geschafft. Alter, guck mal, wir haben die Stadt einmal umrandet. Großartig. 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten haben wir noch? 5 Minuten haben wir noch. Also, ich bin absolut begeistert. Wir kriegen wieder mehr Einwohner dazu, wir kriegen wieder mehr Geld. Wir haben fast das Geld schon wieder drin, was wir jetzt ausgegeben haben für unsere Straßeninfrastruktur. So, hier haben wir es halt jetzt derbe verkackt, ne? Also ja, gut, das muss man halt nochmal in Angriff nehmen. Aber das kann ja jemand anders machen. Kann sich jemand anders drum kümmern. Wir haben es das Wichtigste gemacht, wir haben hier schön die Autobahnkreuze gebaut. Die fahren hier schön, die kommen da schön, fahren dann hier gleich in den Tunnel, zack, und kürzen somit ab. Kürzen den ganzen Weg hier ab. Unten links ist noch was rot, was ist das denn? Hier. Autobahnkreuz. Oh, das Ding. Ach, ja, hier. Und da unten. Das, ja, das geht aber noch. Ganz da steht schrecklich, das haben Ede und ich entworfen. Ach so, okay. Das okay. ist ganz schrecklich geworden. Aber klar, hier. Hier haben wir es halt echt ein bisschen jetzt verkackt. Ja, da die muss Straßen man echt sind gucken. Zu klein und so. Ja. Hier kommt halt viel an, trifft sich dann da. Da fährt aber das ist jetzt perfekt da unten. Naja, die nutzen das halt als U-Turn, um hier. Weißt du was? Um da unten hinzukommen. Weißt du was? Was denn? Das bauen wir jetzt noch schnell. Ja, mach das nochmal. Das bauen wir jetzt Ach, stimmt, du kannst einfach hier dann links wieder so. Das ist total easy. Wir müssen die Leute nicht da über Beverly Pils abkürzen. Nee, das sind die, die hier rauskommen. Ja, genau. Und dann nach da unten.
Jetzt ist er. Ja, 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 perfekt. Jetzt kommt Didi aus dem Tunnel. Wir müssen zum Ende kommen. Ja, also ich finde, wir haben viel geschafft heute. Mir hat es gefallen. Ja, auf jeden Fall. Danke für die Einladung, Hannes. Ne? Ja, danke für deine Tipps, du als Könner. Gern, gern. Ja, ich habe jetzt wieder richtig Böcke, da weiterzumachen. Ich muss heute Nacht spielen. Ich werde gleich meine Frau anrufen und sagen, dass ich nicht vorbeikomme. Kein Scheiß. Du hast ja hier genug Platz. Wobei, die fährt morgen... Nee, die geht heute eh früh ins Bett. Die muss morgen früh aufstehen. Ja, dann umso besser. Nice! Yay! ja, vielen Dank, dass ihr uns auch weiterhin geholfen habt. Beverly Pilz ist am Start. Laser City weiter im Aufbau, auch ohne Bacillus Maximus. Danke, Steffen, es war sehr schön. Du bist mir kaum auf die Nerven gegangen. Du hast einen oder anderen Peniswitz gemacht. Leute, keep it rolling, keep building your city. Es muss nicht immer Totgeballer sein, sondern eine Epidemie, die 20.000 Menschen umbringt. Ey, ist doch viel cooler. Genau, macht auch mal Spaß. Macht's gut.